Oder wie Argorin eine Delay-Szene mit 10 Sekunden. Wie macht er denn das? Das klingt super interessant. Der kann einfach seine eigene Szene. Wie macht er. Wie geht das? Das klingt richtig interessant. Argorin hat ein Tool, mit dem er seine eigene Szene oder seinen Stream delayen kann. Muss ich mir mal anschauen. Ist Ghosting bannbar? Nö. Nö, das ist nicht bannbar. Ich meine, du kannst es ja nicht nachweisen. Weißt du, das große Problem ist bei Ghosting, du kannst es einfach nicht nachweisen. Weil, also, ich meine, in seltensten Fällen gibt es Situationen, wo es halt 100% sicher ist. Zum Beispiel, wenn es gibt manchmal Leute, die so offensichtlich ghosten, dass sie permanent deine Position pingen. Na, das hatte ich zum Beispiel schon. Also, das sind dann praktisch Leute, die die ganze Zeit, egal wo ihr hingeht, immer euch pingen. Welche Rolle spielst du besser? Also aktuell auf High Elo meine Favorites sind Mitte und Toplane. Auf Toplane habe ich eigentlich nur GP und vielleicht Gragas auf einem hohen Level. Und Mitte fühle ich mich aktuell sehr, sehr wohl. Boah, was war denn das für ein Blitz? What the fuck? Was geht denn da drauf? Das war gerade insane. Alles pechschwarz. Aber der ist noch weit weg. Jetzt kommt erst das Krummeln. Kannst du verstehen, weshalb Leute ghosten? Ja, da geht es halt einfach darum, das um dir einen Wettbewerbsvorteil zu geben. Weil du halt einfach ein Loser bist, der ansonsten keine LP gewinnen kann. Und weil die sich einfach nur über ihre Solo-Q-Wertung definieren. Obwohl, also die werden früher oder später lernen, all diese Leute, dass das über. Also Solo-Q-LP ist halt nichts wert, ne? Am Ende des Tages, aber das ist in dem Fall, in dem Moment ist das denen egal, da ist denen jedes Mittel recht halt. Um ein kleines bisschen mehr Winratio zu haben. Vielen geht es aber auch darum, einfach bei Streamern in-game zu sein und denen möglichst auf den Sack zu gehen. Das gibt auch ganz, ganz viel. So, okay. Wir haben jetzt den reduzierten E-Cooldown, das heißt, wir können das jetzt viel häufiger werfen, okay? Hat ihr auch Gewitter? Ja, richtig krass. Komplett am Brummeln gerade draußen. Wir haben die Empowered Turrets, das heißt, die sind jetzt viel, viel tankier. Die wirken nicht viel, viel tankier, hä? Huh? Das Matchup ist gut, bis ihr einmal sterbt. Dann ist es ganz, ganz Desaster, weil dann killt euch die ganze Zeit. Dann die Jungle Kha'Zix. Kha'Zix OTPs everywhere. Ja, was ist dieses Symbol auf Ion? Das sagt, also das, dieser Schraubschlüssel meinst du wahrscheinlich. Das sagt einfach nur, dass deine Turrets den priorisieren sollen, wenn sie ihn angreifen können. Einfach dein priorisiertes Ziel ist es. Das war fair, zum Glück haben wir gar keinen Cookie. Ja, bis jetzt fühlt sich die Lane ganz gut an, aber das ist halt eine klassische Heimerdinger-Lane, ne? Jetzt sagen gleich einmal kurz resetten. Die Turrets sind gefühlt schon ein bisschen, denke ich mal so. And I die. Schade, dass ich keinen Mana hatte für noch einen Dings hier. Aber ich bin hier hingelaufen, um meine Turrets praktisch aufzuwecken. Bloß leider habe ich dann sein drittes Q nicht geflasht. Ich glaube, wenn ich sein drittes Q flashe, kann das richtig gut sein.
Habe ich leider nicht geschafft. Ich habe meine Turrets aufwecken können und dann wenigstens haben wir noch den Kill-Trade gekriegt. Der hat natürlich auch TP und ist jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Na. Die hier. Einfach direkt wieder pushen, wenn wir dürfen. Ihr könnt jetzt immer einen Trick machen. Und zwar könnt ihr hier einen Turret stellen. Und dann könnt ihr praktisch durch den Turret durchlaufen. Und dann können wir nochmal interrupten, ja. Was würdet ihr bauen auf? Ne! Oh. Das ist natürlich sehr unfortunate. Ich glaube, ich nehme Everfrost in dem Game, oder? Gegen Jon und Kha'Zix. Mein Gott, war das unlucky. Oh, da ist die dicke Bertha leider ausgelaufen. Hat der Jon auch geflasht eigentlich oder nur der Kha'Zix? Warum kein Q-Max gegen Mini? Macht man das mittlerweile so? Ich kenn tatsächlich auf Heimatdingern nur W-Max persönlich. Ich habe noch nie gehört, dass man Q-Maxen kann. Also, dass das sinnvoll wäre. Ich dachte, Q wäre mit die schlechteste Fertigkeit zum Maxen. Aber vielleicht ist das mit dem Changes jetzt anders. Kann ich dir nicht sagen. Was ist das hier? Die Cuphead-Musik. Genau das Richtige für ein schweres Game mit Heimerdinger. Oh mein Gott, das ist hinter mir und ich habe meinen Dings gerade gewastet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht absolut beschissen aus nach wie vor, Heimerdinger. Das ist einfach genau dasselbe Problem, das er davor auch schon hatte. Sein Damage ist einfach nicht gut genug aktuell. Er gewinnt diese 2v1s nicht. Er muss perma pushen. Er scaled adäquat, aber er kommt halt nicht zu seinem Scaling hin. Also wirkt jetzt nicht so, als hätte dieser Buff viel geändert, muss ich persönlich sagen. Okay. Das ist halt auch zum Beispiel, ich habe jetzt zwei halt 2v1-Situationen, wo ich EV mit zwei Turrets und Bertha treffe. Und in beiden Situationen kann ich aber keinen Kill bekommen. Vielleicht ist er sehr, sehr stark in Low-Elo, aber wieder. Wir werden im Late-Game sind wir auch stark, wenn wir jetzt nur so weit kommen. Aber wir haben halt hier jetzt diesen Power-Drop und wir können uns halt, glaube ich, nicht wirklich verteidigen. Die können uns halt immer und immer und immer und immer und immer wieder abholen. Die zwei. Und wir können jetzt, glaube ich, auch, selbst der Jon kann uns mittlerweile abholen. Obwohl, vielleicht braucht er noch Shield-Bow, I guess.
glaube, der kann uns jetzt auch abholen. Wir müssen weiter pushen, also funktioniert Heimerdinger. Wir werden jetzt nicht Everfrost gehen, sondern wir werden Liandris gehen und dann wahrscheinlich als nächstes Sonjas. Sehr, sehr gut die Kombo hier. Ich habe Everfrost tatsächlich nicht nötig. Das ist jetzt echt sehr, sehr gut gerade für uns alles. Auch wieder TP ab. Theoretisch können wir den töten nehmen, wenn er möchte. Müsste eigentlich basen. Oder wir gehen für den Drake. Das ist auch okay. Das Game sieht an sich nicht so bad aus. Ich glaube, der hat noch keinen TP, oder? Hat der nicht nach mir tippet? Sehr, sehr weit nach mir sogar. Obwohl, ich weiß nicht, ob das nicht mittlerweile wieder reichen könnte. Also könnte er mich einfach so gerade solo boloen, ehrlicherweise. Wir warten jetzt, bis der Turret den Ken-Minion angreift und dann stellen wir hier. Das muss für den sein. Ja, nice. Ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwie hätte überleben können. Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt als nächstes Sonjas. Ich glaube, er kriegt aber oben nicht. Der hat keinen. Also, er hatte auch noch Flasher. Wisst ihr, sonst wäre ich geflasht, aber er hatte ja auch noch Flasher. Er hätte ja Flash davor nicht benutzen müssen. Dieser Nova ist schon wieder Challenger. Ich glaube, der Account sollte jetzt aufgestiegen sein, der andere, ja. Der Don sollte aufgestiegen sein jetzt gerade. Okay. Er möchte weiter dahin, er möchte weiter dahin. Wir haben sehr, sehr gutes Scaling. Also, wenn alle Bock haben, dann ist das auf jeden Fall winnable, das Game. Ein Turret mehr stellen, dann wäre der Turret down gewesen. Ich hätte keinen Turret mehr, sonst hätte ich schon Turret mehr gestellt. Ich habe meine zwei Turrets gestellt, die ich zur Verfügung hatte. Leider. Leider keine Turrets gehabt. Ich habe alle gespammt. Aber actually, das Game ist relativ free sogar. Legen sich mit der dicken Bertha da an. Big Mistake, Leute, gegen die dicke Bertha zu kämpfen. Ganz, 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 ganz dicker Mistake. Oh, so ein Frechdachs. Leider war die dicke Bertha dann irgendwann tot, ne? Dann war es kein Mistake mehr. Schade, wenn die da nicht overextenden, wäre das insane für uns gewesen.
Das wäre richtig, richtig insane gewesen. Nein, wir surrendern doch nicht. Das ist wieder ein brokener Kha'Zix, ne? Einfach Must-Ban aktuell im Jungle, der Champion. Sehr, sehr stark, das Insekt. Wir können jetzt dann gleich hochporten und können da die dicke Wave farmen. Das ist keiner nice für uns. Insane von Kalista, er hat sie sehr gut gespielt. Die Kalista ist gefiel. Ja, wir müssen Sonjas gehen und dann nach Sonjas müssen wir Voidstuff gehen unbedingt, weil die Gegner jetzt schon einiges an dem Airborne. Also Insekten. Ja, also Kha'Zix ist actually auch einer meiner Lieblingsbands auf meinem hohen Account aktuell. Der Champion, ich glaube, der hat nicht mal gute Win-Ratios, aber der ist so broken in den Händen von den ganzen OTPs. Und es gibt gefühlt, also in High Elo würde mich sehr wundern, wenn das nicht der meist OTPierte Champion ist, Kha'Zix. Er würde mich echt sehr wundern. Gefühlt jedes zweite Game hast du einen Kha'Zix OTP. Schon sehr, 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 sehr heftig. Corki? Corki? Hä? Das kann nicht sein Ernst sein. Nein, aber das kann doch nicht wahr sein vom Corki, oder? Ja, das kann doch nicht sein Ernst sein. Was ist denn das für eine Tunnelvision gewesen? Sieht er gerne leider nicht besonders winnable aus, muss ich sagen. Jetzt sieht es langsam aber sicher nicht mehr winnable aus. Okay, wir brauchen immer noch unseren Voidstuff. Wir müssen weiter Risiken nehmen. Wir werden eine Menge Tode haben in dem Spiel, aber das ist ganz okay. Ja, wir brauchen so viel wie möglich, müssen wir Gold hier irgendwie finden auf der Karte. Wir machen auch sehr viel Schaden. Also tatsächlich ist der Damage ganz gut gerade. Das sind nicht sechs Rengar. Rengar ist auch ein sehr beliebter OTP-Champion, ja. Rengar, Qiyana, Kha'Zix, ne? Lauter diese ganzen Champions, die halt so unglaublich widerliche Playstyles haben. Das ist einfach sehr, sehr gut zurzeit. Geh die mal Herald stattdessen, die Gegner. Sehr gut. Top ist eine große Wave. Wenn wir jetzt gerade nicht wirklich was machen. So, Sonjas hier rüber tun. Yoni ist bot. Ich kann oben halt nicht diese riesen Wave nicht farmen, weil die Gegner da sein könnten. Ich muss sagen, die Turrets sind schon tankier, aber ich finde sie gut an. Mit den Turrets. Nice! Big Boy! Warte, Big Boy. Okay, war es Big Boy. Okay, good job. Nur noch der Kha'Zix muss jetzt einmal unbedingt weg, dann. Yoni vielleicht auch noch. Der ist mittlerweile auch sehr, sehr dick, leider. Was ist das hier? 1000 Gold für Corki Game gewonnen. Na, leider funktioniert das so nicht. Den Drake haben wir auch bekommen. Es ist schon spielbar, das Game. Wenn wir jetzt noch Voidstuffs hochbekommen. Ein bisschen scalen dürfen, kann schon winnable sein. Ich glaube, ich habe nicht mal, wenn ich drei Turrets mit dicker Bertha und EW Full-Combo treffe, habe ich nicht mal genug Schaden für den. Also lass es dann lieber nicht probieren.
Hat er nicht getroffen? Hä? Hat er wenig getroffen von mir? Das Gestreute? Really? Ich glaube, das hat nicht getroffen, ne? Das ist natürlich sehr unlucky. Sehr unlucky wie das da. Aktivierst, ja. Boah, das sah so gut aus, ne? Boah, da haben wir so Rambazamba gemacht mit dem. Mit dem, mit der E und unsere drei Turrets. Puh, mit den ganzen Beams. Da hat gut geklatscht, ja. Okay. Okay, gönnt sich das Gold. Ich glaube, wir hätten den eh nicht nehmen können, da den. Aber die könnten vielleicht naschen, die Gegner. Ehrlich gesagt. Weil der Jon hat, glaube ich, auch. Hat der auch geflasht? Ja, ne? Der hat schon auch geflasht. Die könnten trotzdem naschen mit Kalista. Mit dem anderen. Der ist sogar schon gone. Haben wir so Glück gehabt, dass die den nicht einfach genommen haben. Der war so free für die. Was wir hier jetzt machen können, ist ein sogenannter. Ah, können wir nicht. Ich hätte gerne einen Super Cheese gemacht da. Hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Das hier. Schauen wir mal, das könnte eine sehr, sehr gute Trap sein, ja. Für den Jon. Oh mein Gott, ich bin so ein gottverdammtes Biest, Holy shit. Fucking go, der Fertigsteller ist da. Das ist ein risky Nash, ehrlich gesagt. Selbst mit Package Shaw, wir werden sehen. Na, für sich, also das ist immer so, wenn ihr ins Late Game kommt mit Corki, ist ja schon, mit Heimerdinger ist das schon sehr, sehr geil, muss ich sagen, jedes Mal. Das wird er zu seinen Crooks hüpfen. Ja, ich geh fast zum Leberbesen, ne? Hab ich gelacht. Das ist der Moment, wo ihr nicht hättet lachen sollen. Okay, aber der hat immerhin geflasht, der Kha'Zix. Das ist ja. Dem hier, wir können tatsächlich auch noch Ryla S gehen, ne? Oder wir gehen einfach Rabadons, weil wenn wir Rabadons haben, dann haben wir big damage. Big damage haben wir dann. Okay. Das ist schon rundum Throw hier. Wir sollten für unseren Playstyle bessere Ergänzung mit Oracle Lens nehmen, ja. Die passt besser zu uns gerade. Ja, könnte fehlen, ja.
Schade, hat sich keiner getraut. Okay. Jetzt, wir brauchen nur noch einen Cheese, damit wir danach den Drake bekommen. Ein Cheese to go hier. Is this a cheese? It is. Aber nicht, wenn mein ganzes Team hier ist, dann ist das ein schlechter Cheese. Let's go. Jetzt ist Go, Engel. Wahrscheinlich reinkommen. Können wir hier cheesen als nächstes? Sehr guter Cheese, sehr guter Cheese. Dann sollten wir für den Drake hier gehen. Wir natürlich mit dieser Cheese-Variante fallen wir natürlich immer ein bisschen behind, ne? Selber jetzt. Hier ist nirgends Vision. Ich glaube, ich warte hier noch ein bisschen. Vielleicht läuft hier irgendwer in meine Falle. Ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel den hier töten könnte, ehrlich gesagt. Vor allem, also ohne Ulti auf jeden Fall nicht. Und auf der anderen Seite muss er natürlich sehen, wer zur Hölle sollte hier gerade reinlaufen. Hier ist nichts ab. Das ist schlechter Cheese. Ich noch ein letztes Mal bringen noch ab. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, die Gegner sind auf jeden Fall nicht am Ghosten, ne? Denker Dinger ist im Einsatz. Lenker Dinger! Damn, damn, damn! Nicht ganz, so ein bisschen mehr Damage, wenn ich noch habe, dann reicht's. Boah, das war so eine brillante Flank-Grenade, ne? Aber leider hat's trotzdem nicht gereicht. Der gegnerische Kha'Zix ist 8-0. Der ist leider 8-0, ein bisschen underfarmed jetzt gerade. Was eine Streammaschine, dieser Frederik. Respekt. Na, heute haben wir jetzt wieder 12 Stunden gemacht. Diese spontanen 12-Stunden-Streame sind die schönsten. Weil die entstehen nur, wenn es Spaß macht, ja. Das sind tatsächlich die schönsten 12-Stunden-Streams. Weil wenn man keinen Spaß hat, dann würde man die nicht machen. Sehr, sehr underleveled, oder? Okay.
Zero Knockup da. Die Trills werden halt da sterben, das sieht irgendwie sehr riskant aus. Like, Was war das denn für ein Engage? Schade, das wäre eine wichtige Big Rocket gewesen. Wenn der geklaut hätte, wäre auch ein Sinn gewesen. Ja, jetzt haben wir natürlich das ganze Game gerade weggeworfen. Das war jetzt wieder nicht so gut. Der ist auch tot. Wo ist sie da? Yes. K6OTP. Ja, das war jetzt alles nicht so gut, muss ich sagen. Okay, ich sollte jetzt mal aufhören, die ganze Zeit zu cheesen, weil ich bin jetzt nämlich mit dieser Cheese-Variante, bin ich jetzt 2 Level behind und ultra useless. Muss ich fairerweise sagen. Das hat sich jetzt nicht ausgezahlt. Also es hat sich ausgezahlt, wir hatten dieses eine Big Play, was uns den dritten Drake gekriegt hat, gegeben hat. Aber jetzt bin ich einfach wahnsinnig behind mittlerweile. Wer sich herausstellt, wenn man Minions farmt, kriegt man Erfahrung und wird stärker. Das, wenn ihr keine Minions farmt, so wie ich in dem Fall, dann kriegt ihr keine Erfahrung und werdet nicht stärker. Ja, so ist das. So spielt das Leben. Wir sollten für eine aggressive Trap gehen. Hier unten. Drake ist in 50. Das ist ein sehr guter Engel für eine extrem aggressive Trap. Alle aus dem Winkel, das zackt. Nicht game. Ich hab lange genug gehalten. Wegen dem Minimum. Okay, wir haben fast Rabadons und wir haben die Seele gejoinkt. Yeah. Okay. Was jetzt? Der gegnerische Jungler steht 10-0-17. Ja, Full Tanker. Ja, das ist K6 so obnoxious, wenn du den. Du musst den schon gut spielen können. Also so ist es nicht, ne? Du musst halt sehr gut mit deinem W arbeiten und mit der Ulti und der Unsichtbarkeit und du sprintest da rum. Aber wenn du den gut spielen kannst, ist K6 völlig broken aktuell.
So wie viele, also sind viele Champions sind sehr stark in den richtigen Händen. Ja, wie gesagt, viele Rengar-OTPs, Riven-OTPs, Qiyana-OTPs, all diese Champions, ne? Wenn der der Laie spielt, dann sind sie komplett nutzlos, aber in den richtigen Händen ist es einfach bockstark aktuell. Band Best K.I.O. West? Na, also der ist okay. Gibt viel bessere. Yes, please, lass mich zumindest meinen Rabadon holen. Please, ich brauche eine Wave. Die geben mir nicht mal eine Wave. Dieser arme kleine Heimerdinger. Was hat er ihnen nur getan? Gott. Kein Ult, du hast meine Ult und alle meine Trills hat er gekriegt dafür. Der Jonas jetzt. Nein! Oh, nicht auch. Nicht der Fertigsteller ist gefallen, meine Damen und Herren. Ein flawless K6-Game. 10-0-22, um uns zu knechten, ja. Uiuiuiui. Jetzt haben wir was schön eingeschenkt gekriegt hier am Ende. Jetzt haben wir was schön eingeschenkt bekommen, die zwei Games. Und einfach so, das ist krass, dass er das überlebt, ja. Am Anfang hat der so die Hucke voll gekriegt von meinen Turrets. Ich glaube, wenn ich da Rabadons habe, dann sieht der Fight vielleicht nochmal anders aus. War aber ein schönes Game zum Abschluss. War wirklich ein schönes Game. Damit sind wir auf dem Account, sind wir, glaube ich, 1 ins Minus leider gegangen.